Immer wieder kommen Leute hervor, die sagen, dass sie angeblich Kontakt mit paranormalen Wesen gehabt haben. Immer wieder kann man auf Social Medias oder Forenseiten nachlesen, dass Leute angeblich in verfluchten Häusern leben, besessen waren oder Geister gesehen haben. Doch eine Sache ist bei diesen Geschichten immer gleich. Die Leute, die davon berichten, sind nie wirklich Leute, denen man das glauben kann, ohne Zweifel zu haben. Es sind meistens irgendwelche ganz normalen Leute, teilweise sogar Menschen, die eher verrückt wirken. Nie hat man wirklich eine seriöse Quelle, der man glauben kann. Jedenfalls nicht, bis ich den Fall von Bill Vail gelesen hatte. Denn Bill Vail ist nicht irgendein dahergelaufener Typ, nicht irgendjemand ohne Schulabschluss, ohne Ahnung, ohne sonst etwas. Bill Vail hat jahrelang bei der NASA gearbeitet, und zwar als ein Ingenieur. Bill Vail war ein hochintelligenter Mann gewesen, beziehungsweise er ist ein hochintelligenter Mann, und Bill hat eine Geschichte erlebt, die ihn bis heute plagt und für die er bis heute keine Antworten hat. Denn wir reden heute über den NASA-Ingenieur, der von einem Dämon heimgesucht wird. Alles begann im Jahr 2002. Bill hatte zuvor jahrelang bei der NASA gearbeitet als ein Robotics Engineer, also ein Ingenieur für die Roboter dort, beziehungsweise für die ganze Mechanik in der NASA. Und nach einiger Zeit, die er dort gearbeitet hatte, entschied er sich irgendwann, dass er zurückziehen möchte. Er wollte zurück in seine Heimat, zurück an den Ort, wo er es kannte von früher. Dort hatte er dann einen Job gehabt in der Firma, wo auch sein Bruder angestellt wurde, und grundsätzlich kümmerte er sich dann um Wassersysteme bzw. auch eben um die Sanitäranlagen von Wohnhäusern. Dann ging es nun so weit, dass er eines Abends einen Anruf bekam, wo eine Frau ihm einen Auftrag erteilte. Er sollte zu ihrem Haus gehen und dort einmal die ganze Leitung prüfen, weil irgendetwas nicht genauer definiertes dort nicht zu stimmen schien. Es war erstmal ein Routineeingriff von ihm, also machte er sich ganz genau, wie die Frau es gesagt hatte, zu einer bestimmten Uhrzeit auf dem Weg zu diesem Haus. Dort angekommen hörte er schon seltsame Schreie, die vom innerhalb des Hauses kamen. Da er aber ganz normal seinen Job erledigen wollte, versuchte er das Ganze zu ignorieren. Doch als er dann die offenstehende Tür weiter aufmachte und hineintrat ins Haus, sah er, dass eine Gruppe von Leuten auf dem Fußboden saß und eine Frau vor diesen Leuten stand, die Hände über sie hielt und sagte, dass was auch immer dort ist, sie sofort verlassen möge. Sprich, diese Frau hatte scheinbar gerade irgendetwas Seltsames getan, irgendein seltsames Ritual. Ab diesem Moment wurde Bill das Ganze zu seltsam und er verließ sofort das Haus und rief bei seiner Firma an und sagte, dass er dort nicht mehr hin zurück möchte. Das Ganze ist ihm zu seltsam und zu verrückt gewesen. Doch von diesem Moment an sollte sein Leben nie wieder das gleiche sein. Denn Bill fuhr kurze Zeit später nach Hause. Doch als er zu Hause war, passierten plötzlich seltsame Dinge. So war zum Beispiel eine der ersten Sachen, die passiert war, dass er ganz normal zu Hause in seinem Sessel saß und plötzlich eine seltsame Gestalt im Augenwinkel bemerkte, die scheinbar schattenhaft von einer Seite des Raumes zu einer anderen lief. Er hatte sie nur ganz schemenhaft mitgekriegt und nicht wirklich aktiv gesehen, weswegen er sich noch nicht viel dabei dachte. Doch dies sollte noch das geringste Problem sein. Denn als er dann später sich in sein Bett legte, wurde er auf einmal aufgeweckt, weil sein Bett sich so stark bewegte, so stark rüttelte, als gäbe es gerade ein Erdbeben. Doch nach kurzem Moment war dieses Rütteln verschwunden gewesen und es gab im ganzen Haus keine Anzeichen, dass etwas anderes als dieses Bett gebebt hatte. Es gab zu diesem Zeitpunkt schon keine klare Erklärung, was hier gerade vor sich ging, was Bill dort wirklich erlebte. Und diese Vorkommnisse sollten weitergehen. Bill saß so zum Beispiel beim Essen, stellte eine Flasche Wasser vor sich auf den Tisch und diese Flasche Wasser flog ihm dann vom Tisch plötzlich beinahe ins Gesicht. Oder Dinge fielen aus den Regalen, aber nicht auf eine natürliche Weise, sondern sie kamen auf einmal heraus, als würde jemand Unsichtbares sie festhalten und würde sie dann mit voller Wucht auf den Boden schleudern. Er rief sogar bei anderen Leuten an, um ihnen davon zu berichten, was er gerade erlebte, doch wenn er zum Beispiel mit anderen Leuten telefonierte, wie mit einer Person von der Telefonservice-Hotline, hörten diese am anderen Ende manchmal nicht mehr Bills Stimme, sondern eine dämonisch tiefklingende Stimme. Einer der Service-Mitarbeiter sagte, dass es das Gruseligste war, was er jemals gehört hat und dass er das Ganze nie wieder hören will, dass er so etwas Schreckliches nie wieder hören möchte.
Auch als Bill seinen Bruder anrief und den um Hilfe bat, hatte er das gleiche Phänomen gehabt. Auch sein Bruder hörte diese seltsame Stimme am Telefon und auch ein Spezialist, der das hörte, versuchte die Stimme aufzunehmen, konnte sogar einen Ausschlag messen. Doch beim Anhören der Tonaufnahmen war diese dämonische Stimme, die man nicht wirklich verstehen konnte, plötzlich verschwunden gewesen. Immer wieder sah Bill aus dem Augenwinkel kleine schwarze Gestalten, die durch sein Haus wanderten. Auch als Verwandte von ihm zu Besuch waren und mit ihm am Esstisch saßen, konnten alle das Gleiche bemerken. Sie alle sahen diese seltsamen kleinen Wesen, die durchs Haus liefen. Sie alle sahen diese scheinbaren Dämonen, die jetzt bei Bill auf einmal existierten. Bill hatte dann irgendwann sogar Spezialisten beauftragt, die das ganze Haus einmal untersuchen sollten. Denn Bill war ein Skeptiker gewesen. Bill glaubte nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise etwas Paranormales war, was dort vor sich ging, dass es in irgendeiner Art und Weise etwas Übernatürliches war. Doch je mehr seltsame Dinge passierten, je mehr unerklärliche Dinge vor sich gingen, desto eher begriff er, dass das Ganze keine normale weltliche Lösung mehr hatte. Er rief darum Experten an, die das gesamte Haus mit Geräten vollstellten. Sogar Lasernetze wurden dort aufgebaut, um jede mögliche Bewegung zu sehen, die nicht von Bill kam. Und tatsächlich konnte etwas bemerkt werden. Denn während erst eine ganze Zeit absolute Ruhe war, fiel auf einmal einer dieser Laser runter. Und das, obwohl das eigentlich nicht sein dürfte. Sofort wurden die Kameraaufnahmen überprüft und man sah, dass sich in seinem Schlafzimmer von Bill, während Bill dort war, plötzlich ein seltsamer Nebel zusammenbraute. Eine nebelhafte, schemenhafte Gestalt stand im Raum, die Bill nicht gesehen hatte, obwohl er zu diesem Zeitpunkt wach war und sich im Raum umguckte. Und dann eben hörte man auf einmal eine Stimme. Eine Stimme, die sagte, pack es schnell weg. Er kommt wieder. Und genau in dem Moment fiel dieser Laser, der vorher scheinbar berührt wurde, auf den Boden. Es klang also so, als hätten diese Dämonen, die bei Bill lebten, bemerkt, dass eben die anderen Leute dort waren und sie versuchten unauffällig zu sein, wann immer diese anderen Leute da gewesen sind. Doch ihre Neugier schien dazwischen zu kommen und deswegen fiel dieser Laser runter, deswegen konnten sie gemessen werden. Und obwohl eben dieses paranormale Team, was dort gewesen ist, herausfand, dass irgendetwas in diesem Haus nicht stimmte, dass eine Art Dämon oder Monster in diesem Haus lebte, wollte Bill nicht das Haus verlassen. Bill hatte so viele seltsame Dinge schon erlebt gehabt. Bill war nachts aufgewacht, weil er Stimmen unter seinem Bett gehört hat. Bill hatte nachts das Gefühl gehabt, dass eine Hand ihn am Knöchel berührt hatte, während er im Bett lag. Doch Bill war ein Kämpfer gewesen, wie er selber sagte. Bill hat nicht gewollt, dass er einfach sein Haus verlässt und es Dämonen überlässt. Er blieb im Haus. Und in dieser einen Nacht stand auf einmal an seinem Bett eine seltsame, große, dunkle Gestalt. Eine schattenhafte Dämonengestalt, die am Bett stand und ihn anguckte und dann immer und immer näher kam. Bill hatte tatsächlich irgendwann so eine Angst gehabt, dass er einfach anfing zu schreien. Und erst als er schrie, verschwand diese Gestalt. Ihr müsst wissen, das Ganze ist im Jahr 2002 passiert. Doch bis heute lebt Bill in diesem Haus. Bis heute erlebt Bill immer wieder seltsame, gruselige Geschehnisse, die in seinem Haus vor sich gehen. Und dies sind alles Geschehnisse, die Bill sich bis heute nicht erklären kann. Doch eine Erklärung hat er. Er weiß, warum er Opfer von diesem Dämon geworden ist. Denn damals, als er angerufen wurde, dass er von seiner Firma aus die Leitung prüfen sollte, wurde er ganz gezielt zu einer bestimmten Uhrzeit dorthin gelockt. Die Frau am Telefon hat ihm nicht gesagt, er solle sofort rumkommen, sondern er sollte wirklich exakt zu einer Uhrzeit da sein. Und zwar, weil sie gerade in dem Moment einen Exorzismus durchgeführt hatte. Die Leute oder zumindest eine Person von denen, die im Haus auf dem Boden knieten, war besessen gewesen. Besessen von einem Dämon, der diese Person immer und immer wieder jagte. Und sie hatte eben diesen Geist, diesen Dämon ausgetrieben, aber brauchte eine neue Person, in die dieser Dämon einfahren konnte. Und diese Person war Bill gewesen. Ein ahnungsloser Mann, der einfach nur seinem Job nachgehen wollte, wurde, ohne dass er es vorher wusste, zum Opfer einer sehr gruseligen und seltsamen Attacke eines Dämons. Diese Frau, die den Exorzismus damals ausgeübt hat und nie wieder zurückverfolgt werden konnte, hatte es geschafft, einen Dämon von einem Besessenen oder Verfolgten auf Bill zu übertragen.
Das ist die Geschichte von Bill Vale, von eben dem Mann, der bis heute behauptet, er wird von einem Geist heimgesucht, er wird von einem Dämon heimgesucht. Ich habe dieses ganze Thema genauer recherchiert, habe versucht, mehr Informationen rauszufinden. Die Sache ist folgende. Bill Vale lebt, Bill Vale existiert und ist immer wieder in Interviews zu hören, hat mit Fernsehserien zusammengearbeitet, die über das Paranormale sprechen, hat auch mit Radiosendungen gesprochen und Interviews geführt und alle bestätigen die Geschichte, dass er ein NASA-Ingenieur gewesen ist, ein intelligenter Mann, der diese Dinge erlebt hat. Bill wirkt auch allgemein wie eine sehr glaubwürdige Person. Es gibt allerdings keinerlei Beweise, die veröffentlicht wurden, die eben diese Geister und Dämonen zeigen. Es gibt nicht die Tonaufnahmen, es gibt eben nicht die Videos, es sind letztendlich alles nur die Sachen, die Bill, seine Angehörigen, Service-Mitarbeiter der Öffentlichkeit bekannt gegeben haben. Doch tatsächlich, wenn man sich diese Geschichte einmal durchliest oder anhört, dann merkt man, dass wir es hier mit einem besonderen Vorfall zu tun haben. Wir haben hier keine dahergelaufene Person, die Aufmerksamkeit möchte. Wir haben einen Mann, der eigentlich ein Skeptiker gewesen ist und der nun seiner Skepsis zum Trotz von einem Wesen heimgesucht wird, das er nicht erklären kann. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.